du was? Grüße. Er rennt auf dich zu. Nee, das zieht mir dann beim Mana. Ne? Nee. Hallöle, was geht denn? Ja, jetzt kann ich mal. Was ist denn hier los? Was sind denn noch diese Scheißlisten hier? Ja, 72 Health reicht, denke ich mal, noch aus, oder? Achso, ja, ja, klar. Ja, Healing Group wieder. Wettgemacht. Ui. Ich wette, sowas kommt doch aus der Mumu von der Frau. Echt? Hallo? Hallo? Oi. Ja. Das sind zwei Schießer, das sind noch drei da. Uiuiuiui. Du hast es ja schon richtig drauf mit dem Switchen. Muss ich wohl üben, ja? Aber die Healing Roots sind gern gesehen. Healing Rots. Njam, njam, njam. Da steht einer. Was läuft da? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Okay. Ich hab schon voll. Jetzt meinst du doch echt die Phosphor-Munition, oder? Wenn ich jetzt hier runtergehe. Keine Munition davon. Ja, dann kannst du die Phosphor-Munition dann auch mal benutzen, vielleicht. Achso, ich hab Schild noch als Zauber. Das kannst du gleich mal benutzen. Oh, leck! Ich hab schon meinen Zaubern verwirrt. So. Trotzdem schützen die nicht mal. Ja, langsam sind sie richtig böse, die Gegner. Böse, böse Mensch. So. Miau. Gott, ist das ein Höhlensystem. So, 160 Mana. Oh, das ist gut. Das auch. Achso, das geht nicht. Ja, optimal. Sehr schön. Eigentlich kann ich so direkt da runterfliegen, ne? Theoretisch. Bonsai! In der Base. Na, meine Güte. Ich hab ganz am Oberkörper weggefetzt. Ich finde die Sense so geil. Ja, die macht sie nicht. Ich habe ja schon damals, wie ich sie bekommen habe, gesagt, dass das eigentlich voll die geile Waffe ist. Und jetzt gerade besteht sich das mal wieder, ne? Weil. Wie gibt dir das? Es wurde von Gott geschickt, um mich zu beschützen. Ah, ich hasse aber so großräumige. Und auch noch Distanzkämpfer dabei. Auf die Knie, du Sau. Was soll er denn noch machen ohne Kopf? Den Begriff Deepthroat eine ganz andere also, Bedeutung. Boah, Deepnecking. Boah. Oh, das Niveau ist wieder so im Keller, das ist der Wahnsinn. Ah, oh, deswegen liebe ich diese. Da kann man mal so richtig das Bodenlose rausholen. Was? Ich glaube, der Patrick beschwert sich gerade, weil wir so eine Bode sind. Ich hab den Hinnehmen umgebracht. Ich bin ja im Dorf von denen. Da kann ich mich echt überhaupt nicht mehr erinnern. Nee. Ja, dann wow. Machst du daheim, also. Loot. Och Mann. Flug. Das wäre die perfekte Sniper-Position. Ja, wahrscheinlich spawnen die Gegner erst, wenn ich irgendwo anders bin. Aus diesem Grund. Shield! Delacus. Genau. Oh, lol. Double Kill. Schau, hier noch was. Grüß Gott.
Ich bin der Kammerjäger. Ich bin Gerichtsvollzieher. Ich muss pfänden. Ja. Pfänden. Pfänden mal ganz anders. Ich bin Insolvenzverwalter. Hey. Jawohl. Oh, gut, da sagt man auch nicht nein. Mach mal einen Safe. Ja. Ich muss die Insolvenzmasse eintreiben, was? Achso, ich dachte, das wäre ein Gegner. Das machen wir alleine. Gut. Jut sag ich da, ne? Dann fliegt man noch da hoch. Gucken wir uns mal weiter hin. Und hinaus. Über den Wolken. Keine Ahnung. Du musst die Freiheit so grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sag man. Blieben darunter verborgen. Und dann kommt der Galloway mit seiner Sense daher. Und du hast keinen Kopf mehr. Super. Sehr gut, Daniel, sehr gut. Akkumeter. Was zum Teufel? Ich hab keine Ahnung. Ich will's doch gar nicht wirklich wissen, aber. Köpfen ist gut. Gott, ich möchte gar nicht wissen, wie ich das ohne die Sense jetzt so weitergemacht hätte mit Pistolen und so. Ganz am Anfang. Weil du keine Munition mehr hast? Ja, aber irgendwie ist das von vornherein einfach viel effektiver schon. Hey, muss mich da hoch. Nee. Also wirklich gut eingerichtet sind die ja nicht, ne? Hm, ich glaube, ich fliege einfach mal darüber. Ergibt Sinn. Let's try it out. Nee. Schnauze! Wie viele Roots hast du denn jetzt mittlerweile? Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr um. Also, vorhin hatte ich 17, wie ich das letzte Mal geschaut habe. 17! Ja, und jetzt habe ich. Da unten sehe ich gerade noch eine. 22! Du hast wieder 22 her, die Wusa! 21! To be precise. Dr. Oh. Dommy. Dr. Dommy. Dr. Daniel. Lieber der Schiff. Hockt jemand auf dem Klo? Uah, Verstopfung! Hey, zu viele Bananen gegessen. Ich gar nicht ich denke mal, ich fliege jetzt einfach mal darüber, nachdem ich den Typen da oben weggesnipert habe. Ja, ich fliege einfach zu ihm hin. Du willst ihm noch auch eine Chance lassen, oder? Was? Wo zum Teufel spielst du gerade? Bist du jetzt wieder ganz runtergefallen? Zumindest weiter, als ich eigentlich runter sollte, aber. Das hält doch mich nicht auf. Fliegen wir halt einfach wieder nach oben. Ah, da liegt er noch. Jetzt ist er tot. Das waren seine Droppings. Wie war das vorhin bei You Don't Know Jack? Ich habe hier einen Gast für euch. Susi irgendwas. Susi Steiner. Susi Steiner, sag doch mal was. Hallo. Das ist ein Hormonproblem. Sie sind 1,90 groß und haben einen Schnurrbart. Das ist so dämlich gewesen. Ein Versuch wert. Ich muss da sicherlich rein. So. Das geht wahrscheinlich bloß von unten. Wieso bist du nicht einfach durchs Fenster geflogen? Ich bin ein netter Geisterjäger. Ein Geisterjäger, du erinnerst mich höchstens an Peter von den Ghostbusters. Peter Wankman? Ja. Der war der coolste. Der von war der coolste, das stimmt. Was hindert mich jetzt eigentlich daran oben wieder? Naja, egal. Du wolltest auch mal durch die Tür gehen. Erstmal voll aufladen lassen, damit nicht wieder so ein Malö passiert. Malö. Jetzt geht das Ding mal aus dem Kopf, du Idiot. Ich kann noch nichts dafür. Nein. Ich lauf da nicht drauf. Ich lauf gar nicht. Hä?
Ich hänge da irgendwie gerade fest. Ich hab gedacht, das war schon wieder so eine Barriere. Ich glaube, meine A-Taste hat gerade irgendwie geklemmt oder gehangen, warum auch immer. Ach Gott! Na. Oh, süß! Sind es wieder Zeit für Raketenschädel, oder? Ich hätte es gesagt, ja. Sollen wir schauen, ob die mich so erwischen können? Ja. Ja, aber die machen ja zum Glück nicht Schaden. Außer du triffst dich selbst. Na, wo haben wir denn die lieben Pflanzen? Also eine hast du mindestens erwischt. Oh, die sind schon drauf. Heißt das, wenn ich auf die Dinger hier auf die Tentakel drauf schieße, dass die dann auch verletzt werden, die eigentlichen Pflanzen? Keine Ahnung. Das ist natürlich cool. Moment. Hier riecht's nach Essen. Frau? Aha. Vielleicht kochen meine Nachbarn. Können wir gleich was hochbringen. Schaut so einladend aus. Gerade so komisch. Ach, dieses creepy Tief schon wieder. Hey. Creepy. So. Da könntest du eventuell zum Entgegen. Scheiß A-Taste, so. Hallo? Denk mir jetzt schon gerade, was geht denn jetzt da? Man, irgendwie Krümel unten drunter. Das sollte ich nicht ja am Rechner essen. So. Lass dich von den Wellen treiben, Daniel. Ich soll's mit den Wellen treiben? Nein. Über den Wellen brauche ich Sicherheit und Plasma. Weil da gleich etwas Gegner kommen. Das wäre ziemlich shitty für mich. So. Flo! Komm her, ich hab dich schon gesehen. Shield. Na, ich will nicht, dass noch mehr kommen. Komm her. Ich glaube, der hat dich nicht gesehen. Der hat mich gesehen, weil er sich schon teleportiert hat. Was war das? Geil auf viele Guts. Molotow in der Zeit, natürlich, in der Welt. Klar. Okay, Shotgun Shells in der Zeit, in der Welt. Was ist das hier schon? Ja, scheinbar. So, dann stellen wir uns mal diesen komischen Viech. Komm her. Durchs Feuer laufen ist aber weniger gesund. Meinst du? Ui. Ach, der macht kaum Schaden. Schild. Das Schild ist echt cool. Ja, das macht so. Das echt Horn. Ah, oh, macht dich das so. Ey, so meine Hose platzt. Oh. Die Sauerei bist du auf. Ich habe ja noch meine Hose. Saugt schon auf. Achso. Ich hab schon gedacht, du rapest ja einfach einen Innocent. Das ist die Lisbeth gewesen, glaube ich. Falls du es nicht gemerkt. Bethany. Bethany. Was da? Das ist die Bethany. Warum? Weil sie das tut, was sie tut. Okay. Aber das ist noch nicht der letzte Endgegner hier, also der Endgegner in dieser Welt noch. Der hängt aber gut. Ja, lässig. So. Bethany. Die singen das auch im Hintergrund, oder? Stimmt. Bethany. Gott, hier wieder Kaisinger mit dir. Ja, die Blitze haben nicht mal Reichweite. Noch nicht. Wohl die Noob-Tussi kann gar nichts. Ist sie schon? Ja, ich soll die wieder Schild machen. Geh weg! Vitamin. Du
Ja, das geht sogar ein bisschen zu schnell. Offen? Arre. Also sonderlich intelligent ist er, ne? Ich schau mal, ob ich die... Ja. Oder war sie das überhaupt? Für mich war das ein ganz normaler Magier. Oh, okay. Oh, jetzt geht's auch weit. Ich dachte, das wäre die Bertani gewesen. Jetzt dürfen aber gleich so weit kommen. Und ich weiß nicht mehr, wie man die besiegt. Sense, Kopf ab. Es war irgendwie unter freiem Himmel. Irgendwie so ein großes Riesenviech, glaube ich, über mir. Sense, Kopf ab. Das erinnert mich eher an Indiana Jones gerade. Ich muss in die Pflanze. Ja, wahrscheinlich hinter der anderen Tür. Oder das ist einfach nur ein Platz für die Tentakel. Ah. Schau mal, ob deine Schäden da durch. Ah, ich verstehe schon. Und nur die Minute ist es außerdem. Nach einem Schädel sogar schon tot. Na, ich habe vorher doch auf die Dinger drauf geschossen. Okay, die Tür ist offen. Da kommt jemand raus, stolziert. Noch zwei Stück. Pass auf, da sind neue Tentakel 3. Kannst du Schildstelle ausbrüsten lassen. Mann, kannst du auf deinem Schicksal immer so gehen. So einfach ist die Welt. Oh ja. Einladend. Inviting. Self-Service. Ja, Selbstbedienung. So. Ich stopp hier lang, ne? Damit es nicht doof verguckt. Genau. Da kommt jemand auf dich zugerannt. Ach Gott. Na komm. Na komm, nur wenn du den Arm mal verlierst. Ich ei. Wenigstens hält er die Fackel noch. Das erinnert mich an unseren einen Räuber, weißt du, mit seiner Rotflinte. Oh, der war so cool. Ja. Ein Räuber muss rückwärts laufen, ne? Eigentlich. Aber so macht's doch die Sache viel interessanter. Nichts so dagegen. Die letzten Prüfungen. Oh, ich glaube, da hinten wird es sein. Eieieiei. So, jetzt geht's endlich mal so weit, dass wir jetzt zum Endgegner kommen, Leute. Zwar nicht zum letzten, aber zum. Zum ja. Ich will das auch nicht. Es hat gelernt. Tschüss. Ich sehe nichts. Ah. Ja, sag mal. Healing Root. Er wollte dir die Healing Root zeigen. Sie meinst du? Er, es, sie, möchte ich gleich. Oh stimmt, das ist eine Frau. Jetzt habe ich langsam mal die Faxen dicke hier. Ah. Jetzt auch noch sterben auf eine altbekannte Weise. Moment. Ja. Man kennt's ja. Ja, ich check das. Hol in die Fresse rein! Na, mitten in die Fresse rein. Ja, das schaut wieder mal so ein bisschen so aus. Grunz. Ende. Samtfüllung. So.